Willkommen zum Freitagskaffee. Dein Reich komme. Glaube, Liebe, Hoffnung. Womit ist unser Leben gefüllt? Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13 steht, was immer bleibt, sind Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei. Am größten von ihnen aber ist die Liebe. Und diesen Text kenne ich seit meiner ersten Zeit der Nachfolge Jesu Christi. Und ich weiß noch, ich war für zwei Dinge dankbar. Der 1. Korintherbrief, Kapitel 13, ist recht kurz, Kapitel 12 und 14 länger und sehr anspruchsvoll. Und bei diesem letzten Vers im Kapitel 13, Glaube, Liebe, Hoffnung, die Liebe ist das Größte, da habe ich dann immer Hoffnung und Glaube vergessen und gedacht, no, ich will mich konzentrieren auf das Wichtigste, nicht das weniger Wichtige. Habe dabei aber übersehen, dass Glaube und Hoffnung unglaublich wichtig sind für unser Leben als Nachfolger von Jesus Christus. Die Grundmotivation der Nachfolge Jesu ist Liebe. Ein Leben aus Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen, ungeheuchelt, ohne Vorbehalt, vollständige Hinwendung. Das im Vertrauen, dass Gottes Zusagen richtig sind und dass wir vollständig angenommen sind, was Hoffnung bewirkt auf eine bessere Zukunft. Und da merke ich, Hoffnung ist ein tragender Faktor unseres Seins. Glaube ist gemäß Hebräerbrief eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Hoffnung aber ist die stille Erwartung, dass Gott handeln wird. Und diese stille Erwartung bewirkt zwei Dinge. Nummer eins, eine stete Abhängigkeit von Jesus Christus. Und ich merke das, sei das in der Berufswahl bei Menschen, sei das auch in seelsorgerlichen Gesprächen. Menschen, die Hoffnung verloren haben, bewegen sich nicht mehr. Wenn du die Hoffnung verlierst, nagt das am Glauben und du zweifelst an der Liebe. Diese Dinge sind so stark miteinander verbunden. Menschen aber, die auch in hohem Alter eine hoffnungsvolle Erwartung des Kommenden haben, sind Menschen, die ansteckend sind. Ich war bei einem 84-jährigen, beinahe blinden, gehörlosen Therapeuten. Da kümmerte sich um einen schmerzenden Rücken, Manualtherapie und so weiter. Aber was mich am meisten beeindruckte an diesem 84-jährigen Mann, war nicht seine Fertigkeit, sondern seine Lebensbejahung, obwohl er kaum sah und nicht mehr hörte. Da war etwas Ansteckendes, Zukunftsweisendes, etwas Positives, etwas Bejahendes. Und ich konnte nur sagen, ja, ich öffne mich genau für das. Und mir begegnen viele Menschen, die vom Alltag herausgefordert, von Beziehungen herausgefordert, von Nöten herausgefordert, von Finanzknappheit herausgefordert, plötzlich keine Hoffnung mehr haben. Und damit verschließen sie sich einem liebenden Gott, aber auch der Überzeugung, dass dieser Gott zu seinen Zusagen steht. Hoffnung heißt, es lässt nicht zuschanden werden. Also wer Hoffnung erhält in seinem Leben, eine positive Lebenshaltung erhält, ist ein Mensch, der Zukunft hat. Die Person, die mich am meisten beeindruckt hat mit einer positiven Lebenshaltung, das war meine Schwiegermutter. Sie ist vor einigen Jahren verstorben. Sie war, als ich 18, 19 war, maßgebend daran beteiligt, dass ich mich für Jesus öffnen konnte. Sie hat nie negativ über andere Menschen gesprochen. Sie hat nie negativ über eine Lebenssituation gesprochen. Sie war immer voller Hoffnung auf das Kommende. Sie war überzeugt davon, dass Jesus wiederkommen würde, während sie noch lebt. Ich kaufte ihr das ab. Positiv,
Hoffnung, Erwartung überwindet die Herausforderungen des heutigen Tages. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und eine kraftvolle kommende Woche.